Willkommen bei diesem neuen alten Projekt. Ich spiele für euch erneut die Pokémon Blaue Edition. Ich hatte es ja bereits angekündigt, vielerlei diskutiert. Zu den Gründen werde ich vielleicht im Spiel noch einmal eingehen, aber jetzt halten wir uns nicht zu lange daran auf. Pokémon Blau, die Edition wurde 1995 entwickelt, wie ihr seht, kommt 1996 erstmals auf den japanischen Markt raus. Es kam ursprünglich in Schwarz-Weiß raus. Ich spiele es allerdings in Farbe extra für euch. So, geben wir die Option. Okay, Texttempo 3, das passt. Und dann startet auch ein neues Spiel. Hallo. Herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon-Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Ja, wie mein Name wohl lautet, das dürfte allgemein bekannt sein. Lautet Caleb. Jo. Richtig, der Name ist Caleb. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war noch gleich sein Name? Sein Name dürfte nicht allzu schwer herauszufinden sein. Blau. Blau, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Caleb, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Yay. Also kurz zu den Daten. Ich spiele das hier auf dem Visual Boy Advance Version, keine Ahnung was, auf jeden Fall die neueste. Mit HD-Textur. Ihr merkt vielleicht, dass das hier viel schärfer als auf dem Game Boy aussieht. In Farbe auch, das sind die Paletten aus Gelb, die man hier benutzen kann. Ja, und ich spiele den Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Game Freak und Rare haben ja immer sehr gerne Werbung für die jeweiligen Nintendo-Konsolen gemacht. Und da gehört Pokémon eben dazu. So, hier ist ein Item. Ein Trank ist in Generation 1 und 3 in jedem Spiel im PC zu finden, in Generation 2 nicht, aber dazu kommen wir erstmal später. Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon, ich mache mich besser auf den Weg. Also für die, die Pokémon nicht kennen sollten. Ich kann mir das nicht verstehen, dass es irgendjemand gibt. Das sind unsere Pokémon. Die sind sich so nicht zur Verfügung, weil wir noch keine Pokémon haben. Das sind praktisch Wesen, die man in den Kampf schickt. Und dann verläuft es über einem RPG. Man hat Level, die man mit ihnen aufsteigen kann. Man hat Attacken, die man ihnen beibringen kann. Allerdings nur vier unterschiedlich. Und dann gibt es noch Typen. Das wird dann alles im Laufe des Spiels doch erklärt. Da werde ich dann meinen Senf dazugeben. Items, zum Beispiel mit dem Trank kann man Pokémon heilen. Man kann auch Pokémon mit bestimmten Items fangen. Also, die Items sind ganz unterschiedlich. Im Beutel kann man 20 Items tragen. Und im PC 30, soweit ich weiß. Das hier ist meine Trainerkarte, ich sehe mal, wie lange ich gespielt habe, wie viel Geld ich besitze. Geld ist auch recht wichtig. Und da unten, das sind die Orden, die wir haben. Dazu gehe ich auch noch näher ein. Und ja, das ist unsere Mutter. Ein. Richtig. Irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Okay. Haus von Caleb, das bin ich. Yeah. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Das hört man gern. So, und das ist jetzt die Stadt Alabastia. Und jede Stadt hat ein bestimmtes Motto. Das ist jetzt Alabastia. Dich erwarten aufregende Abenteuer. Das ist das Motto dieser Stadt. Hier gibt es allerdings nur zwei Häuser und ein Pokémon-Labor. Das ist nicht sehr reichlich, sondern das ist blau. So haben wir unsere Rivalen genannt. In jedem Spiel gibt es... Pokémon-Spiel gibt es neben dem Hauptprotagonisten auch einen Rivalen, der ihn versucht, das Leben streitig zu machen und genauso gut wie er zu sein. Mal sind sie freundlicher im Gesinn, mal feindlicher. Der hier ist mehr feindlich. Eine große Karte, sie ist nützlich. Und das ist eine die Schwester von unserem Rivalen. Hallo Caleb, Blau wartet in Opas Labor. Ja, scheinbar sind ihre Eltern tot. Oder sind abgehauen. Auf jeden Fall wohnen die beiden bei ihrem Opa. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Ja, dann gibt's so jemanden, gibt's da meistens am Anfang in der Stadt, der sagt einem dann, was alles Unglaubliches an Technologie noch dazu gekommen ist. Das ist ganz lustig.
So, mal gucken, was wir hier haben. Professor Eich, Pokémon-Labor. Coole Sache. Also, hallo. Ich bin Professor Eichsgelfe. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Aha. Und du? Professor Eich ist der Pokémon eine Kapazität und der Pokémon-Trainer genießt er ein sehr hohes Ansehen. Der Professor Eich ist der Pokémon-Professor, den wir am Anfang vom Spiel getroffen haben, der es in dieses Spiel eingewiesen hat. Ja. Das hat hier im Prinzip das Gleiche. Ihr seht schon, wie ich spiele. Ich würde mit allen reden, alles synchronisieren. Die Trainer nicht, weil das würde wirklich zu lange dauern. Aber sonst würde ich wirklich versuchen, alles hier zu erkunden. Natürlich werde ich nicht alle 151 Pokémon fangen. So wahnsinnig bin ich nicht. Aber ja, ich werde versuchen, das hier nahezu 100% zu machen. Ja, da kann man speichern. Das kann ich vielleicht auch gleich mal machen, nur um zu zeigen, wie das läuft. Da werden dann verschiedene Sachen, die man schon erreicht hat, angezeigt. Okay, hi. Hallo, Caleb. Opa ist gerade nicht da. Okay. Ja, hier sind Pokebälle und dort sind Pokémon bereits drin, weil Pokémon, wenn man sie fängt, bleiben ja in Pokebällen drin. Das ist also wie ein Lexikon, aber die Seiten sind unbeschrieben. Im Briefkasten ist eine E-Mail. An alle Pokémon-Trainer. Die Trainer-Elite der Pokémon-Liga warten auf mutige Herausforderungen. Bringt eure stärksten Pokémon mit und zeigt, wie gut ihr seid. Pokémon-Liga-Leitung Indigo Plateau. Best. Oh, was reicht? Bitte melden Sie sich bei uns! Oh je. Da-da-da. Ja, mein erster Part in Pokémon Blau war ja hier schwarz-weiß im alten LP. Es habt ihr wenigstens auch mal Alabastian-Farbe. Ist sind gut. Da können wir nicht so machen als die Gamer. Oh Gott, was ist los? Du idiotischer Narr! Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon wie Radfratz und Taubsis leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ja, und ihr merkt schon, Fraps hat da leichte Probleme mit dem Ton. Das hatte ich am Anfang meinem Pokémon-Blau-LP auch, als ich das für Camtasia aufgenommen habe. Dann habe ich es irgendwie weggekriegt. Ich weiß ehrlich gesagt hier nicht, wie ich es wegkriege. Ich werde es mir noch genau überlegen. Opa, ich will nicht länger warten. Blau? Lass mich nachdenken. Ach richtig, ihr solltet jetzt zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier. Dort liegen drei Pokémon. Hahaha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eines ab, Wele. Halt, Opa! Was mit mir? Habe ein wenig Geduld, Blau. Auch du sollst eines bekommen. Ja, das ist natürlich schon ein harter Schlag. Ich bin nicht so ungeduldig wie du. Du darfst zuerst wählen, Kehle. Meine, das ist sein eigener Enkel und er lässt mich zuerst aussuchen. Also, wahrscheinlich hat er die auch nur zwangsweise ausgenommen, weil sonst der Familie keiner mehr übrig wäre, nachdem alle gestorben sind oder so. Weil das ist hart. Ich bin irgend so ein fremder Junge und er vorzugt seinen Enkel mich. Das ist sowas mal hart. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Glumanda. Dies Pokémon vorzugt heiße Lebensräume. Bei Regen dampft die Schwanzspitze von Glumanda. Möchtest du Glumanda? Nope. Hier haben wir dieser Samen. Dieses Pokémon trägt von Geburt an einen Samen auf dem Rücken, der mit ihm keimt und wächst. Jetzt Bisasam. Nope, dieses Mal nicht. Da ich schon ihr wahrscheinlich von Bisasam die Schnauze voll habt, nach der Geburt bildet sich auf Shiggys Rücken ein Panzer. Es hat der Kid mit Sprühschaum. Werde ich dieses Mal ausnahmsweise Shiggy nehmen. Auch wenn ich noch kein Spiel mit meinem Bisasam und meinem Wunschteam beendet habe. Aber gut, so muss es wohl sein. Das dritte Mal bei diesem LP wird ja wohl klappen. So, wie nennen wir es? Aquatic. Passt doch. Und ja, der nimmt sich immer das Pokémon, was gegen mir im Typvorteil ist. Pflanze ist stark gegen Feuer. Also, Glumandas Feuer dagegen ist. Habe ich gerade gesagt, Pflanze stark gegen Feuer, bin ich dumm, ey. Weil das Feuer dagegen ist Shiggy stark, weil Shiggy Wasser ist. Gegen Shiggy selbst wie Sesam stark, weil er Pflanze ist. Und gegen Pflanze ist Glumanda stark, weil er Feuer ist. So sind dann die Typen, haben die Typen Schwächen und Stärken. Ein Pokémon sieht viel stärker aus. Und der Rival nimmt immer das Stärkere von. Es gegen einen Vorteil ist. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Tschüss. Warte, Caleb, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Yo. Ich hoffe mal, dass das LP-Interesse hier einigermaßen groß ist. Ich weiß, die mich schon wirklich seit Anfang an kennen, haben erst das abgebrochene Krödel-LP gesehen.
dann das gelöschte blaue LP und jetzt und dann Feuerrot und dann jetzt nochmal. Ich kann verstehen, falls es euch nervt. Aber glaubt mir, das soll mich das letzte Mal sein, dass ich das so mache. Und ja, dann werde ich diese Region hoffentlich lange nicht mehr spielen. Und ich komme euch ja auch entgegen, indem ich diesmal mal einen Schicki nehme. Also, ich hoffe, ihr beweist diese Bemühungen zu schätzen, auch wenn ich Schicki von denen hier am wenigsten mag. Aber gut, es ist die blaue, also werde ich einfach mal Schicki nehmen. Und tschüss, was geht hier eigentlich ab? Also dieser Sammler den geringsten Angriff von den dreien, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, aber der bereitet mir trotzdem Probleme. Ja, ihr seht, er setzt Heuler, dadurch wird mein Angriff gesunken und so mache ich ihm natürlich weniger Schaden. Und ich mache ihm, greife mit Tackle, ich kann auch mal Rutenschlag einsetzen. Er zieht zwar mein Angriff, aber seine Verteidigung sinkt gleichzeitig. Das heißt, ich neutralisiere das praktisch, aber so kann es nicht ewig weitergehen. Deswegen mache ich das jetzt einfach so. Tackle. Und ich habe einen Volltreffer. Bei Volltreffer kriegt er doppelt so viel Schaden und egal wie sehr mein Angriff gesenkt oder seine Verteidigung erhöht hat, es trifft den Grundzustand doppelt stark. Das heißt, dann bringt sein ganzes Power-Up nichts mehr. Was? Unmöglich, ich habe das falsche Pokémon ausgesucht. Ja, es hat eh nichts geändert, weil da haben alle drei Start-Pokémon eine Attacke, die Status verändert, zum Beispiel Heuler, das was Angriff vom Gegner senkt, oder Silberblick, was die Verteidigung vom Gegner senkt. Oder eben Tackle oder Kratzer, was einfach nur Normalattacken sind. Normalattacken sind gegen nichts stark. Elementattacken kommen erst noch später dazu, die dann wirklich sehr effektiven Schaden machen können. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Caleb, Opa, wir smellen, sehen uns später. Ja. Wunderbar, da habe ich hier die erste Reifeprüfung bestanden. Caleb, wenn du dein Pokémon kämpfen lässt, wird es stärker. You're right. Okay. Damit hätten wir das ja abgeschlossen und dann können wir diese Route hier betreten. Und ich glaube, mit diesen Bildern machen wir Schluss für diesen Part und sehen uns dann das nächste Mal bei Pokémon Blau. Bis dann.